Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Und in dieser kleinen Serie schauen wir uns mal an die Plankostenrechnung. Das wird eine mehrteilige Serie. Zunächst mal die Unterscheidung in starre und flexible Plankostenrechnung. Starre bedeutet, dass wir planen nur für einen Beschäftigungsgrad. Also wir planen für eine Auslastung von 100% und wenn wir dann 90% oder 110% tatsächlich machen, dann können wir die starre Plankostenrechnung schon vergessen, deswegen ist sie auch sehr, sehr unbedeutend. Und die flexible Plankostenrechnung plant für alle Beschäftigungsgrade, für alle Beschäftigungsgrade, also Auslastung von 0 bis ich weiß nicht wie viel Prozent. Für alle diese Beschäftigungsgrade werden die Plankosten ermittelt und man kann dann die Abweichungen kann man feststellen. Nächste Frage, was ist der Sinn der Plankostenrechnung? Plankostenrechnung ermittelt letztlich Abweichungen. Verbrauchsabweichung, Beschäftigungsabweichung, wir werden uns noch genau anschauen, was das ist. Und daraus erkennen wir den Sinn. Der Sinn ist nämlich Kontrolle, Überprüfung der Wirtschaftlichkeit. Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, das ist die Idee der Plankostenrechnung. Und letztlich geht es auch um Verantwortlichkeiten. Ja, wer ist für Unwirtschaftlichkeit verantwortlich? Ist es der Kostenstellenleiter oder ist es vielleicht ein gestiegener Preis am Markt? Haben die Einkäufer nicht richtig reagiert und so weiter? Darum geht es in der Plankostenrechnung. Das zunächst mal zur Einstimmung. Eine Unterscheidung noch. Wir unterscheiden Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis und Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis und in den ganzen Aufgaben, die ich seit 20 Jahren kenne, geht es nur um Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis. Vollkosten bedeutet, fixe und variable Kosten werden in das Kalkül mit einbezogen, während Teilkosten sich konzentriert auf die Betrachtung der variablen Kosten. Also hier K-Fix plus KV mal X, ja, Betrachtung der variablen und der fixen Kosten. Und wir werden uns hier drauf konzentrieren. Ja, schauen Sie auf die weiteren Teile. Da werde ich Ihnen zeigen, wie Sie solche Aufgaben lösen zur Plankostenrechnung, weil das ja immer sehr, sehr prüfungsrelevant ist auch. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie auch unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie weitere Lernhilfen oder Seminare unter spaßlerndenk.de. Dankeschön.